Herzlich willkommen, liebe Freunde und Mitstreiter der Atlas-Initiative. Wir melden uns heute zurück mit Thomas Berthold, ein prominentes Gesicht, ehemaliger Fußball-Weltmeister von 1990. Und ehemaliger gibt es nicht. Gibt es nicht, also immer noch. Du bist immer Weltmeister. Das ist toll, das ist toll. Und auch aktuell, die Europameisterschaft hat begonnen, insofern passender könnte es nicht sein. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir nicht über dieses aktuelle Thema sprechen, sondern dass wir einfach so ein bisschen gesellschaftskritisch sprechen. Und ich meine, du hast ja auch den Bezug zu den Medien automatisch durch den Fußball und hast vielleicht auch gesehen, wie sich so die vereinheitlichte Meinung durchgesetzt hat und kannst da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wann fing das für dich an, dass die Meinung so ein bisschen gesteuert war oder dass man nicht mehr so die Meinung sagen durfte, dass man dann in eine Ecke gestellt wurde? Also ganz bewusst habe ich das wahrgenommen, als ich in Berlin war, am 29. August 2020. Und die Berichterstattung am nächsten Tag dann von 30.000 Teilnehmern sprach, da dachte ich mir, hoppla, hier stimmt da irgendwas nicht, weil ich habe die Luftaufnahmen gesehen und dachte mir, okay, da waren bestimmt über 1 Million Teilnehmer vor Ort. Wie kann denn jetzt eine seriöse Presse von 30.000 Teilnehmern sprechen? Da stimmt ja irgendwas nicht. Das wird ja ein völlig falsches Bild dargestellt. Und das wird ja auch der breiten Öffentlichkeit dann vermittelt. Und da tickte schon bei mir die Uhr. Wobei man natürlich sagen muss, aus dem Sport gibt es natürlich auch gewisse Erfahrungen, die ich habe. Da ist auch nicht immer alles koscher, was so geschrieben und oder berichtet wird. Da wird auch Politik gemacht, gerade im Fußball. Und das Gleiche haben wir natürlich jetzt auch gesellschaftspolitisch. Aber die Fußballer sollen doch immer irgendwie sich unpolitisch halten eigentlich. So habe ich das immer wahrgenommen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in den letzten 1,5 Jahren die Arbeitgeber da schon Ansprachen gehalten haben, gerade zu diesem Thema, und ihren Spielern nahegelegt haben, bleibt beim Thema Fußball. Und alles andere könnt ihr zu Hause dann diskutieren, aber nicht vor der Kamera. Also sonst gibt es wahrscheinlich dann eine Abmahnung. Mir ist das erste Mal bewusst geworden bei der Euro-Thematik. Also wenn ich das so kritisiert habe, gesagt habe, im Grunde jedes Währungssystem oder jede Währungsunion dieser Größenordnung, ob das lateinische Münzunion war, skandinavische Münzunion, Rubelzone und so weiter, die sind alle gescheitert. Und wenn ich das angesprochen habe und gesagt habe, das müsste man wieder rückabwickeln, müsste wieder zurück zu freien Wechselkursen, dann war ich ein schlechter Europäer. Also mir ist im Grunde schon so während der letzten Finanzkrise aufgefallen, dass es so ein bisschen schwierig ist, seine Meinung zu sagen, die nicht konform ist oder scheitert der Euro, scheitert Europa. Also es war quasi den Leuten in den Mund gelegt, der Euro muss verteidigt werden. Ist dir das damals noch nicht so bewusst gewesen, weil du jetzt sagtest, erst letztes Jahr im August? Also ich bin ein Freidenker. Und meine Frau auch. Und ich bin auch so erzogen worden, auch meine Familie. Von daher tue ich mir generell immer ein bisschen schwer, wenn ich sowas übergestülpt bekomme, nach dem Motto, das ist so die Einheitsmeinung und die musst du auch vertreten. Ich finde, jeder Mensch in der modernen Gesellschaft solle sich selbst ein Bild machen und selbst eine Meinung schaffen. Und wir brauchen auch kontroverse Diskussionen. Nur durch die kontroverse Diskussion entwickelt sich auch eine Gesellschaft. Wenn wir alles nur noch monoton und nach Monopolsystemen abarbeiten, also in so einer Gesellschaft möchte ich nicht leben. Die Wissenschaft sagt. Ja, genau. Wir haben ja auch keine freie Wissenschaft. Das nächste Thema. Staatlich finanziert. Freie Bildung, freie Wissenschaft. Wir haben keine Institute mehr, die unabhängig sind. Da hängen auch teilweise schon große NGOs drin, die quersubventionieren, weil der Staat für Bildung kein Geld hat. So, und da weißt du ganz genau, der Geld gibt bestimmt, wo die Reise hingeht. Inwieweit haben denn Fußballer da eigentlich eine Vorbildfunktion oder hinterfragen die diese Dinge gar nicht? Oder wie kann man das, also man nimmt es so wahr, ein paar gibt es, die, du warst ja auch mal relativ nonkonform unterwegs, also auch während der Karriere, dass du gesagt hast, zack, so sehe ich das und fertig aus. Also du hattest ja schon Ecken und Kanten, auch das ist im Fußball ja nicht mehr gewünscht. Also ich will es mal so sagen, auch was mich betrifft, ich habe mich als Spieler eigentlich, was die politische Landschaft angeht, ich habe mich damit nicht mit groß beschäftigt. Ich bin da ganz ehrlich. Es ist aber wirklich so, dass der Arbeitgeber, ich weiß gar nicht, ob das in Arbeitsverträgen sogar drin steht, schon darauf hinweist, um das Image des Vereins nicht zu schaden, dein persönliches Image auch aufrechtzuerhalten, sollte man schon aufpassen, zu welchen Themen man was sagt. Also dem Angestellten wird nahegelegt. Wird nahegelegt. So. Und es ist ja klar, der Verein ist letztendlich, das ist ja wie ein Mittelständler. Die haben ein Produkt, die haben ein Image. Und ein Image hat mit Marketing, mit Geld zu tun, mit gewissen Kreisläufen. Und
mit Medien natürlich auch. Und da haben die schon ein sehr, sehr großes Interesse, dass das mehr oder weniger alles so auf einer angenehmen Ebene abläuft, ohne dass die Spieler dann anfangen, Fragen zu stellen, Interviews zu geben, Fernsehauftritte zu haben und um sich dann zu gewissen Themen dann zu äußern. Also keine geschäftsschädigenden Äußerungen. So kann man es dann auf den Punkt bringen, genau. Und du hattest, als wir uns unterhalten haben, gesagt, dass du auch so Erfahrungen gemacht hast in den Medienrunden, wenn man kritisch war, dass man dir über den Mund gefahren ist zum Beispiel. Also gut, wenn du jetzt in so einer Fußballrunde sitzt, in einem Sportformat, dann kann man schon kritisch diskutieren, weil das wollen die auch dann. Weil letztendlich kann man auch zum Fußball, zu Spielern, zu Mannschaften oder zu Entwicklungen eine Meinung haben. Und ein Format legt dir auch von kontroversen Meinungen. Wenn du da vier einlädst und alle vier sagen das Gleiche, da schläft der Zuschauer zu Hause ein. Aber wenn es politisch wird, dann, das wird ja nie in einem Sportformat politisch, weil es geht nur um Fußball, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann einfach zensiert wird. Weil ich kenne die Medienwelt durch den Sport und weiß ganz genau, ich habe das bei mir auch erlebt, ich hatte auch Anfragen nach dem August 2020 in diesen ganzen Formaten, die ihr auch alle kennt, die von Dienstag bis Sonntag ablaufen. Da kommen dann die üblichen Verdächtigen, Politiker, Hauptstadtjournalisten und ab und zu wieder mal so ein Paradiesvogel eingeladen, der dann auch seine Meinung vielleicht kundgeben darf, aber... Und da hatten sie dich im Auge? Moderatoren haben einen Knopf im Ohr. Und wenn derjenige, der eine andere Meinung vertritt, anfängt, sich zu artikulieren, gibt es eine Taktik. Dann sagt der Redakteur, der Moderator, jetzt mal unterbrechen. Beziehungsweise es gibt auch bestimmt Absprachen mit anderen Gästen, die linientreu sind, die auch anfangen dann den Andersdenkenden einfach in seinem Wortfluss zu unterbrechen. Und das nervt natürlich. Und das ist dann die Strategie, den aus der Fassung zu bringen. Die Nerven verliert. Genau, dass er die Nerven verliert. Da muss er schon abgezockt sein und muss dann sagen, okay Leute, was machen wir jetzt eigentlich hier? Wollen wir uns wie Erwachsene vernünftig unterhalten? Oder machen wir jetzt hier so Harakiri-Taktik? Dann können wir auch gleich das Ganze hier beenden. Dann stehst du auf und gehst ganz elegant. Aber das muss man eben vorher wissen. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn ich wohin gehe, da bringe ich noch einen Gleichgesinnten mit, der auch eine Meinung hat und dem mir zur Seite steht. Dann kam aber keine Nachfrage mehr und dann gab es auch keine Anfragen mehr. Das ist schon interessant, oder? Das ist sehr interessant. Aber du hattest mehrere Anfragen. Ja, ja, klar. Es gibt ja von Dienstag bis Sonntag unsere bekannten Formate in den staatlichen Sendern. Die sind ja euch allen bekannt. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie dich gar nicht einladen. Da waren Anfragen da von der Redaktion. Nein, da waren Anfragen da von der Redaktion. Interessant, ja. Ja. Und insgesamt die Gesellschaft, vermisst du, dass die Menschen nicht kritisch genug sind, dass sie nicht hinterfragen? Das ist schon eine große Enttäuschung, die bei mir aufgekommen ist, dass der Großteil der Bevölkerung einfach das wirklich so eins zu eins hinnimmt, so linientreu ist, so staatstreu ist und auch den Medien so glaubt. Also wenn jemand wie der Bill Gates im Fernsehen sitzt und sagt, nach 9 Minuten, wir müssen 7 Milliarden Menschen impfen, da frage ich mich, ja hallo Leute, sagt da keiner was? Die Tatsache, dass er so eine Plattform bekommt, finde ich schon sehr interessant. Aber dass es da keinen Aufschrei in der Bevölkerung gibt, dagegen anzugehen oder auch mal aufzustehen und zu rebellieren, das ist eine große Enttäuschung, muss ich echt sagen. Wie ist es in deinem persönlichen Umfeld oder auch im Umfeld der Fußballer? Hast du noch viel Kontakt zu Also wir haben ein großes Glück, wir sind immer in der Familie so mehr oder weniger. Ja, wird bei uns kontrovers diskutiert, aber... völlig unproblematisch. Es gibt ja bestimmt auch Familienfälle, wo es dann zu einer Spaltung kam. Das gab es bei uns nicht. Im Freundeskreis kann man schon sagen, haben sich so ein bisschen im Endeffekt gewisse Veränderungen. Natürliche Auslese hat stattgefunden. Das ist gar keine Frage. Ich bin da aber auch kein Böse. Ich bin ja immer auch ein Freund der Versöhnung. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn eine gewisse Zeit rumgegangen ist, lange Freundschaften, ja, denen muss man auch eine zweite Chance geben. Kann man nicht sagen, wegen sowas, jetzt beenden wir eine Freundschaft, die wir 20, 30 Jahre haben. Ist ja lächerlich, mehr oder weniger. Ja. Aber was ich hier in Frankfurt auch feststelle, wenn du einfach mal rumgehst ins Café, ins Restaurant, die meisten sind einfach glatt gebügelt, weil die Fallhöhe vielleicht groß ist und weil natürlich auch der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Wenn du permanent, hat ja auch mit der Psyche zu tun, berieselt wirst, informiert wirst, einseitig, dann fängt irgendwas im Unterbewusstsein an und der Mensch glaubt vielleicht, das ist richtig. Ja. Und dann noch mit der stärksten Emotion der Angst versehen? Angst, hast du recht, ist die stärkste Emotion. Angst, mit Angst wird Geschäft gemacht und mit Angst mehr oder weniger kannst du das alles steuern und regulieren.
Vor allem, was mir auch aufgefallen ist, dass es keine Graubereiche gibt. Der Trump, der war medial und bei vielen Menschen einfach nur schlecht. Ja. Also ich kenne keinen Menschen, der nur schlechte Eigenschaften hat. Nee. Das ist interessant. Geht auch nicht. Zum einen, da fehlen mir die Graubereiche, also die Differenzierung und bei vielen Themen auch. Entweder bist du dafür oder dagegen. Diskutiert wird nicht. Also ja. Die Diskursfähigkeit ist aus meiner Sicht weg. Siehst du das auch so? Sehe ich genauso. Bei Trump ist mir das auch aufgefallen. Also ich habe mir auch, ich habe das USA-Thema jetzt nicht so auf dem Rechner gehabt, aber ich habe mir dann irgendwann gesagt, mir ging es ja selbst so, ja. Wenn du eine Zeitung liest oder auch mal im Netz schaust, Trump, mein Gott, was muss das für ein Idiot sein? Irgendwann mal habe ich mal angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe mir dann die Frage gestellt, der kann doch nicht so doof sein. Das gibt es doch gar nicht. Ja? Auch im Endeffekt die Einstellung der USA zur WHO und so, dass er da Geld rausgenommen hat, weil er gesagt hat, das ist nicht transparent hier und, ja. Und der ist ja immerhin amerikanischer Präsident gewesen. Und der hat die Steuern. War Unternehmer, hat Steuern gesenkt, hat im Endeffekt die Wirtschaft angekurbelt, hat aktiv keinen Krieg geführt. Muss man ja auch mal sagen. Ja. Ja. Es gibt da nicht so viele US-Präsidenten, die keinen Krieg geführt haben während ihrer Amtszeit. Also dann dachte ich mir, Moment mal, da stimmt was nicht. Das ist viel zu einseitig. Es geht aber schnell. Du kommst dann in die Kiste rein und aus der Kiste kommst du nicht mehr raus. Das ist im Sport genauso übrigens. Wenn du als Athlet irgendwann mal vielleicht auch kontrovers diskutiert hast oder eine Meinung vertreten hast, unangenehm im Verein aufgefallen bist, beim Verband und bei den Medien, kommst du auch in die Kiste rein. Wirst du geframed und das ist dann eben so. Stigmatisiert dann. So ist es. Und inwieweit bei den Fußballern, inwieweit hinterfragen die das? Hast du da Kontakte? Oder? Also ich habe schon Kontakte und wir hatten jetzt auch ein Treffen, 30 Jahre bei M90. Muss aber ganz ehrlich sagen, unter vier Augen sagen die alle, ja, du hast ja recht. Aber sechs sind schon zu viel. Aber wenn dann drei, vier da stehen oder beziehungsweise weil ich eine Kamera mitläuft, die große Masse, ist da einfach, ist da vielleicht auch teilweise, weil sie im System Fußball noch aktiv sind, im Verein, im Verband oder mit Medien, die wollen nicht im Endeffekt riskieren, dass sie aus diesem System rausfallen. Mhm. Weil sie zum Teil da halt noch Geld verdienen. Oder Leben. Mhm. Und die meisten entscheiden sich eben fürs Geld. Kann ich auch verstehen, ist auch jetzt nicht böse gemeint jetzt, wenn da eben einer sich anders positioniert. Muss ja jeder selbst entscheiden. Aber in der Regel würde ich schon sagen, von denen, die ich kenne, gibt es vielleicht ein, zwei, die würden auch mal mit zu einer Demo gehen, aber die große Masse. Also Helmut Schmidt hat mal gesagt, dass die höchste Instanz ist das eigene Gewissen. Fällt mir in dem Zusammenhang jetzt ein. Trifft das auf dich auch zu, dass du dem folgst? Das eigene Gewissen. Ist die höchste Instanz. Ja, auf jeden Fall. Also wir zu Hause, wir folgen unserem gesunden Menschenverstand. Und wenn wir irgendwo feststellen, es ist Unrecht geschehen, sehen wir das als unsere Pflicht an, dagegen was zu machen. Ja, das ist vorbildlich, dass du auch hier... Und hier ist genug Unrecht geschehen in den letzten eineinhalb Jahren fast. Wir wollen jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, wirtschaftlich, gesellschaftlich, was da alles passiert ist. Wir kennen ja auch die ganzen Einzelschicksale nicht. Die können wir jetzt nicht alle aufzählen. Das sind ja, keine Ahnung, kann gar keine Zahlen nennen. Ja, was für eine Menge Menschen wir hier reden, die da hart getroffen worden sind. Aber... Das ist im Endeffekt bei uns zu Hause, bei meiner Frau und mir, in unserer DNA drin. Unrecht muss man ansprechen und gegen Unrecht muss man sich wehren. Und wir lassen uns sowas nicht gefallen. Das finde ich vorbildlich. Ich meine, du warst ja nicht nur hier bei uns. Ohne Rücksicht, klar, wir müssen die Konsequenzen ertragen, jeglicher Art, aber die ertragen wir gerne. Wir schlafen gut und stehen morgens auf und gucken in den Spiegel und sagen, wir haben ein gutes Gewissen. Vor allem, was ich bemerkenswert fand, als wir uns heute unterhielten, dass du gesagt hast, ja, man muss trotzdem den Moment genießen, man muss das positiv angehen. Also ja. Was kannst du da den Menschen vielleicht auf den Weg geben, als jemand, der mental einen sehr starken Eindruck macht? Ja, gut, das kommt immer darauf an, was für einen Druck du hast. Wenn der wirtschaftliche Druck groß ist, ja, ist immer leicht zu reden. Wenn du natürlich keinen großen wirtschaftlichen Druck hast, kann man natürlich etwas entspannter das Ganze angehen. Aber ich glaube grundsätzlich, bei allen Sorgen, die jeder hat, ja, zu viel über die Sorgen nachzudenken in deinem Unterbewusstsein, das bringt auch nichts. Man muss halt immer gucken, welche Lösungen man findet, damit man aus der ganzen Scheiße wieder rauskommt. Was hältst du von so kleinen dezentralen Netzwerken, also wie wir zum Beispiel als Atlas, dass man sich vernetzt, verknüpft? Eine dezentrale Vernetzung vor Ort ist der Anfang, um erstmal wieder ins Gespräch zu kommen. Wenn du in deiner Umgebung, da wo du wohnst, mit deinen Nachbarn anfängst, mal wieder zu diskutieren, ist schon mal der erste Schritt. Wenn du nicht ins Gespräch kommst, kannst du nichts verändern.
Konntest du denn Leute dazu bewegen oder deren Meinung ändern? Oder ich meine, es macht ja auch nur Sinn, da zu diskutieren, wo die Tür einen Spalt geöffnet ist. Also wenn sie zu ist, ist sie zu. Bei der Familie wird natürlich diskutiert und ich habe immer versucht, auch das so rüberzubringen, ja, dass jeder sich sehr, sehr gut informiert, bevor er irgendwas macht. Vor allem, was seine eigene Gesundheit angeht. Ich komme ja aus dem Sport, habe ja mein Leben lang mit Gesundheit zu tun gehabt. Weil unsere Gesundheit ist das höchste Gut, was wir haben. Wenn du die nicht mehr hast, ist Game Over. Da rennst du von A nach B, von Pontius nach Pilatus und bist nur noch mit Therapeuten und Ärzten beschäftigt. Das macht keinen Spaß. Von daher, nochmal zurückzukommen, du musst natürlich dich erstmal gesundheitlich stärken. Das hat mit Bewegung zu tun, das hat mit Ernährung zu tun, mit Schlaf zu tun. Weil wenn der Körper gesund ist und du hast da keine Sorgen, da kannst du die anderen Dinge, die löst du schon irgendwie. Da gibt es immer einen Wege. Man findet immer Lösungen. Aber wenn du nicht gesund bist und bist labil, das ist dann schon schwierig. Da kommst du schwer in die Gänge, die Psyche ist angeschlagen, da wird alles schwieriger. Deswegen kann ich immer nur jedem nahelegen. Jetzt haben wir auch schönes Wetter. Treibt Sport, bewegt euch und ernährt euch gesund. Das ist das A und O. Wichtige Botschaft. Und das sind so Themen zum Beispiel, wir haben ja auch gut, unsere Kinder sind schon groß. Das sind so Themen, die müssten eigentlich im Kindergarten schon. Müsste der Staat im Kindergarten da schon anfangen, die Kinder zu sensibilisieren, damit da ein Bewusstsein entsteht. Von klein auf. Was tut meinem Körper gut? Was muss ich vermeiden? Ja, du hattest auch das Thema Gewohnheiten. Das sind gute Gewohnheiten, die man da aufbauen kann. Die Gewohnheiten wurden zum Teil geändert. Und viele Menschen sind ja auch nicht in der Lage, Sport zu treiben alleine, sondern müssen sich immer committen irgendwie in der Gruppe. Das wurde ja auch komplett unterbunden jetzt während der Zeit. Das kommt ja noch dazu. Das war ja auch ein Problem. Ihr könnt ja mal nachschauen, wie viele Menschen aus den Sportvereinen ausgetreten sind. Weil keine Trainings mehr stattgefunden haben, weil alles zu war. So, und gerade, wie du schon gesagt hast, wenn du in einer Gruppe, in der Mannschaft spielst, klar kannst du dich treffen hier im Park und spielst dann 3-3. Aber wer macht denn das? Das macht keiner, ne? Ganz wenige. Oder ist teilweise sogar verboten. Du hast gesagt, nochmal ein relativ kalter Schnitt, das Thema Politik hat dich aber schon vor 2020 interessiert. Ja, aber... Wann ging das los, nach der Karriere? Oder? Nein, ich habe ja immer politisch, sagen wir mal, auch als ich im Ausland gespielt habe in Italien, ich habe mich immer politisch interessiert, aber nicht so aktiv verfolgt wie in den letzten knappen 1,5 Jahren. Weil ich einfach dann mir gedacht habe, Leute, hier läuft was völlig aus dem Ruder. Hier läuft was aus dem Ruder. Wir leben in einem Land, wir arbeiten hier, wir haben eine Volkswirtschaft, die funktioniert hat. Und auf einmal, auf Knopfdruck, wird hier so eine Art Reset gemacht. Auf unsere Kosten. Und das kann nicht sein. So, wenn dann wieder überlegen, ja, wie das Ganze anfing mit dem sogenannten Notstandsgesetz, nationale Katastrophe hier, wo war denn die nationale Katastrophe? Ich habe keine gesehen. Stichwort Italien, du bist ein großer Italien-Kenner. Kurz vor der Krise letztes Jahr wurde Italien heruntergestuft. Man kann vom Rating halten, was man will, aber etwas über Ramschniveau. Dann kommen die Notstandsgesetze, dann kommt die Schuldenunion. Vielleicht mal so ein kleiner Blick nach Italien. Wie ist da die Situation? Da ist wirtschaftlich das, wie auch. Kann ich euch eins sagen, die Menschen, die ich gesprochen habe, ob das jetzt Selbstständige waren oder auch Angestellte, also von Subventionsprogrammen, wussten die nichts. Da gab es Essensgutscheine. Kannst du dir vorstellen, wie es da aussieht. Du hast in Verona gespielt, in Rom. Mhm. Warst du da jetzt während der Krise auch oft? Oder? Ich war einmal kurz in Rom und ein paar Mal in Verona. In Italien ist es ja in farblichen Zonen aufgeteilt. Also weiß bedeutet frei, gelb bedeutete damals, also da war im Endeffekt die Außengastronomie auf und so, ja. Und dann haben sie noch, glaube ich, rot war alles zu, Ausgangssperre, abgeriegelt. Also Orte abgeriegelt mit Militär und mit Polizei. Bestimmte Zeiten dann, wo du zum Einkaufen gehen kannst, mit dem Hund raus kannst. Also ganz, ganz furchtbar. Also härter noch als hier? Härter als hier, mhm. Ja. Immens. Und die wirtschaftlichen Themen vor der Krise schon? Also es ist ja, glaube ich, seit Ewigkeiten schon klar, dass der Norden ist wesentlich stärker, ja, aber wirtschaftlich als der Süden. Dieses ganze Land hatte auch im Endeffekt ein großes Problem. Seit Mussolini kann man das ja schon sagen. Die politische Klasse, die ist so korrupt, korrupter geht es ja gar nicht. Die haben ja diese Korruption entwickelt oder entdeckt, für sich genutzt mehr oder weniger, egal was für eine Partei da regiert. Also da arbeitet doch keiner von den Politikern für das Volk, sondern die arbeiten alle für die eigene Tasche, mehr oder weniger. Ja, das sind halt die Wenn man die steuerlichen Abgaben sieht, die da zu leisten sind, da kannst du ja gar nicht überleben.
Da muss man eben immer flexibel sein. Das sind ja die Italiener, die finden immer wieder irgendwie andere flexible Lösungen, damit sie einfach überleben können. Aber die politische Klasse und das politische System ist ja schon seit, wie gesagt, 60 Jahren, 70 Jahren kaputt. Not macht erfinderisch, ja. Das Thema Euro ist bei uns auch oft natürlich auf der Agenda. Wie wird das in Italien gesehen? Ja, was hat denn der Euro Italien gebracht? Nichts Gutes auf jeden Fall. Können nicht mehr abwerten. Können wir mal nachschauen, die Lira, wann die abgeschafft wurde. Ja, 2001. Was hat denn dann das gebracht? Arbeitslosigkeit hoch, ja. Schuldenstand. Perspektive für junge Leute, die eine gute Ausbildung genießen, die gehen meistens ins Ausland. Viele gehen ins Ausland. Du hast das Nord-Süd-Gefälle nach wie vor. Und die Politik macht ja auch nichts. Wenn wir immer sagen, es gibt so Förderprojekte, Fördergelder aus der EU für Infrastruktur, ja, fährst du mal nach Italien, da fragst du immer, ja, wo läuft denn das ganze Geld hin? Mafia. Keine Ahnung, in irgendwelche Kanäle, aber nicht in die Projekte, die stattfinden. Deswegen sollte man auch dann irgendwann mal übergehen und sagen, okay, Leute, es gibt Gelder, aber wir schicken dann auch aus Brüssel Leute, die begleiten die Projekte und zahlen immer nach Abschnitten. Wenn ein Abschnitt stattgefunden hat, abgenommen, wird gezahlt, aber nicht pauschal erstmal eine Summe weisen und dann sagen, jetzt baut mal eine Autobahn und baut mal ein paar Brücken und dann findet dann nie ein Brückenbau statt. Also Italien hat ja das gleiche Problem wie Spanien, Griechenland und so weiter, die südlichen Euro-Länder, die halt hohe Jugendarbeitslosigkeit haben, was aus meiner Sicht Zündstoff hat und auch problematisch sein kann. Auch der Blick nach Deutschland kann da sehr kritisch sein. Was beobachtest du da in deinem Umfeld in Italien oder zu deinen? Also eine richtige Deutschfeindlichkeit, Aversion gegen Deutschland sehe ich da überhaupt nicht. Vielleicht gibt es dann, keine Ahnung, bestimmte Menschen, die das etwas kritisch sehen, weil auch die Medien dann wieder entsprechend berichtet haben, ja, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer in Europa. Das wird ja immer schnell runtergeschrieben. Aber ich persönlich kenne da keinen einzigen Fall, der mir bekannt ist. Und ist man dort auch ähnlich eurokritisch wie in Deutschland? Also in Deutschland gibt es ja schon eine recht große Fraktion, die eurokritisch ist, finde ich. Ist das in Italien auch so? Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich zu selten unten, um da einfach ein Bild abgeben zu können, was dann auch repräsentativ wäre. Das kann ich nicht sagen. Aber gut, dass er hier nicht hinterfragt wird, das kritisierst du auch. Also ja, auf jeden Fall. Thema Geldsystem, du hast dich damit auch befasst und ja, folgst wahrscheinlich auch so ein bisschen deinem Bauchgefühl. Vielleicht kannst du dazu auch mal was sagen, was du zum Thema Inflation sagst. Vermögensgüterpreisinflation haben wir seit vielen Jahren. Inflation spüren wir jeden Tag. Wenn du tanken gehst, wenn du einkaufen gehst, dann weißt du, was los ist. Ich habe mich mit dem Thema Kryptowährung nicht so beschäftigt. Will da auch eher meinem Verstand und meinem Gefühl folgen. Bin da doch sehr konservativ beim Thema Geld generell. Kann ich nur jedem empfehlen, ja, wenn du Sachwerte hast, ja, stabile Sachwerte, das war vor Hunderten von Jahren schon so, die haben alles eigentlich überlebt, alle Krisen. Weil Land wird nicht mehr, Gebäude werden auch nicht mehr, die Bevölkerung steigt. Und es wird immer einen Bedarf geben an Wohnungen, an Büros, an Geschäften, weil das ist eben der Kreislauf, der wird nicht aufgehalten werden. Also Dinge, die knapp sind, sind gut. Ja, schau mal die katholische Kirche an. Größte Immobilienbesitzer der Welt. Mhm. Wird schon einen Grund haben. Das hat einen Grund auf jeden Fall. Prima. Thomas Berthold, hat Spaß gemacht. Ja. Ein etwas anderes Gespräch. Und schön, dass du auch wirklich so Stellung beziehst. Das ist toll. Das ist vorbildlich. Bitte weiter so machen und bleib aufrecht, wie der Max Otte immer so schön sagt. Genau. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute. Ein etwas anderes Interview als sonst. Folgen Sie uns weiterhin auf unserem Kanal, abonnieren Sie den Kanal, teilen Sie das Video mit Ihren Freunden und natürlich unter dem Video wie immer einen Link zu Thomas Berthold, zu einem wichtigen Projekt. Den schicke ich noch. Den stellen wir auch rein, ein Filmprojekt. Ja. Das verlinken wir hier, fiel mir gerade noch ein. Insofern auch da bitte gerne schauen und bei uns Mitglied werden. Der Link ist unter dem Video. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.